So, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem Dynamo User Group Dachtreffen. Schon das zweite jetzt im September. Auch wieder vielen Dank an die Laila und an Autodesk, dass wir das hier in Zoom abhalten dürfen. Ist immer große Hilfe, auch dass ihr das verbreitet auf eurem Blog. Ich habe euch auch nochmal die Links reingesetzt. Moment, Laserpointer zu unserer LinkedIn-Gruppe von der Dynamo User Group Dach, die gibt es ja ungefähr jetzt seit 2 Wochen, sind jetzt inzwischen schon über 30 Leute drin. Dann auch nochmal ein Hinweis auf die Ruck-Dach-Seite, vor allem auch aufs Forum. Wäre gut, wenn sich da mal auch jemand meldet, also dass wir da auch vielleicht so eine Dynamo-Sektion ein bisschen mehr aktiver gestalten können. Und ich mache natürlich auch wieder Werbung für die Revit User Group Stuttgart. Da machen wir auch öfters was zu Dynamo. Also das ist jetzt nur noch der alte Name mit Revit User Group. Und wer da Interesse hat und in der Nähe von Stuttgart wohnt, wir machen irgendwann, wenn sich die Corona-Krise beruhigt hat, auch wieder lokale User Group-Treffen. Und das ist auch das Ziel, sage ich mal, auch wenn wir jetzt das hier alles online machen, dass sich irgendwann danach mal so lokale User Groups bilden. Und dass wir dann so eine größere Community werden und das nicht nur hier online so veranstalten. Ja, Dann, das waren wir dann ja im Rahmen der Revit Anwendertreffen sowieso schon mit. Ne? Also Oldenburg hatten wir als Beispiel. Also es geht weiter, kurz zu sagen. ja, genau. Also es gibt natürlich aktuell schon, gab es schon davor Treffen und es wäre ja cool, wenn sich das jetzt noch ein bisschen verbreitet, vielleicht auch durch die Online-Treffen, weil es dann mehr Leute mitbekommen, vielleicht noch in mehr Städten. Das wäre ja super, ne? Und paar Infos jetzt zu dem Zoom. Also, falls ihr Fragen stellen wollt, hier unten in eurem Zoom-Menü, da gibt es einen QA-Button. Frage und Antwort. F und A steht da bei mir. Ist jetzt auf Deutsch. Ja. Da stellt ihr Fragen. Wenn ihr irgendwie der Vortrag, der gerade vorgestellt wird, oder zu irgendeiner Folie, könnt ihr da das reintippen. Dann können wir entweder das direkt live beantworten oder im Chat. Auch die anderen Teilnehmer können da darauf antworten, wenn sie die Lösung auf die Frage wissen. Falls ihr nur euch unterhalten wollt oder irgendwie Smileys machen wollt, dann macht ihr das bitte in der Chat-Funktion, dass wir in der Fragen-Funktion so ein bisschen den Überblick behalten können. Und falls ihr eure Webcam anmachen wollt oder auswählen wollt, welche Webcam ihr live schalten wollt, könnt ihr das hier unten links machen oder auch euer Mikro könnt ihr auch unten links an- und ausschalten. Und aktuell machen wir jetzt erstmal so 2, 3 Vorträge und da kann man dann, sage ich mal, am besten wahrscheinlich direkt nach dem Vortrag ein paar Fragen stellen, falls direkt Fragen aufkommen. Und falls ihr euer Mikro anmacht, ne, achtet vielleicht darauf, dass ihr einen Kopfhörer verwendet, dass es keine Rückkopplungen gibt. Also es funktioniert manchmal trotzdem, aber sicher ist sicher. Und das ist die Agenda von heute. Also erstmal, was ist die Revit User Group Dach oder Dynamo User Group Dach überhaupt? Was haben die sich für Ziele gesetzt und wie kann man da mitmachen? Dann werde ich so ein paar Dynamo-Neuigkeiten vorstellen. Also ich sammle immer so in der Zwischenzeit zwischen den User Group-Treffen, was gibt es so für Neuigkeiten? Und da habe ich ein bisschen ein paar Folien zusammengestellt. Dann ist Oliver Langwig als Vortragender zu Gast. Der wird einen Vortrag halten über ein Projekt vom Duisburger Hauptbahnhof. Da geht's, stelle ich gleich vor. Dann, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, und zwar aus St. Petersburg ist heute uns live zugeschaltet der Sevolod Tschukrew. Ja, er nickt, okay. Also es war ungefähr richtig. Und er wird vorstellen, ein paar Erfahrungen und hilfreiche Tipps aus seinen Dynamo- und Revit-Projekten und wie er das so gemacht hat. Und dann werden wir natürlich noch eine Session machen mit Fragen und Anregungen. Also wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dass jetzt nicht nur die Vorträge fragen, nicht nur Fragen zu den Vorträgen, sondern auch allgemeine Fragen zur Dynamo User Group Dach, wie ihr mitmachen könnt oder ob ihr auch mal vortragen könnt oder ihr habt irgendeine Idee oder sowas, könnt ihr da das gerne mal mit uns direkt hier live besprechen. Und was ich auch toll fände, also dass es hier nicht so ein Monolog zwischen uns 3, 4 Vortragenden ist, wenn sich jeder oder
zumindest die, wo wollen. Also ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, das zu machen, so wie auch bei den lokalen User-Group-Treffen, dass ihr euch einfach mal so kurz vorstellt, wer ihr seid, was ihr so macht und was ihr vielleicht schon mit Dynamo gemacht habt. Und falls sich keiner vorstellen will, können wir zum Ende auch noch so eine Art kleine Diskussion machen. Und zwar, ich habe uns letztes Mal gab es ja das Diskussionsthema Dynamo Wishlist. Das hat ja leider nicht stattgefunden, weil wir die einzelnen Teilnehmer nicht freischalten konnten von der Kamera her. Dieses Mal könnt ihr eure Kamera aktivieren. Also das ist möglich und auch euer Mikrofon. Und ich habe so ein bisschen das Hirngespinst, dass irgendwann mal Revit und Dynamo in der Cloud laufen wird. Und wäre ganz lustig mal zu hören, was ihr so darüber denkt, ob das sinnvoll ist oder ob ihr das lieber nicht haben wollt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Thomas Vogt. Ihr dürft mich gerne duzen und einfach Thomas zu mir sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kenne da nichts. Ich habe hier in Stuttgart mal Bauingenieurwesen studiert und in Newcastle Building Design Management und BIM. Bin jetzt hier seit fast 4 Jahren schon selbstständig bei Enjoy BIM als Revit und Dynamo Consultant. Also ich berate Firmen, hauptsächlich Dynamo, ne? Das ist so mein Lieblingsthema, aber Revit natürlich auch noch. Dann bin ich hier Lehrbeauftragter an der HFT, da helfe ich den Studenten so ein bisschen weiter und öffne so denen ein bisschen die Augen fürs Thema BIM. Und falls ihr mich erreichen wollt, könnt ihr mich einfach auf LinkedIn anschreiben. Das ist einmal eine gute Möglichkeit oder ganz klassisch per E-Mail. Auch wenn ihr vortragen wollt, gerne, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Dann die Dynamo User Group DACH oder auch die Revit User Group DACH. Das ist im Grunde ein und dasselbe. Da geht es hauptsächlich darum, um den Wissenstransfer und Meinungsaustausch unter den ganzen Anwendern. Und nicht nur Anwender, natürlich auch irgendwelche Firmen, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Also wir sind so die Ansprechadresse aus der Community, also von der Community für die Community, von Anwendern für Anwender. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen auch ein Gedanke, dass wir so ein geschlossenes Auftreten wiedergeben, und zwar einerseits mit der Kommunikation gegenüber Autodesk, ne? Also wenn wir uns zuerst mal abstimmen, was wollen wir überhaupt an Weiterentwicklungen, so ist es auch einfacher, dann Autodesk die Ideen intern zu akzeptieren, wenn sie wissen, okay, da stehen ein paar hundert Leute dahinter, hinter diesen Ideen, da macht es dann für die auch mehr Sinn, sich näher damit zu beschäftigen, insbesondere bei Revit. Also da steht zwar auch hier eine Wishlist drauf, das ist aber eher die Revit User Group interne Wishlist. Es gibt ja inzwischen auch eine in der Idea Station von Autodesk, so eine Art Wunschliste. Ich habe mal vor ein paar Tagen nachgeschaut, aus Interesse, wie viele Ideen da schon drin sind, und es sind jetzt schon knapp 10.000 Ideen. Also wer dort abstimmen will, der ist natürlich eine Weile beschäftigt. Ich habe es inzwischen schon aufgegeben, dort abzustimmen, weil ist einfach zu viel. Und deshalb macht auch so eine deutsche Abstimmung sehr viel Sinn, weil wir dann auch die ganzen Eigenheiten von Deutschland mit einfließen lassen können. Und da können wir dann eben auch mit einer Stimme sprechen. Und im Thema Revit, da ist es auch so, dass auch das Thema Content eine Rolle spielt. Also da haben wir ja relativ viel entwickelt für den Standard-Content, der mit Revit ausgeliefert wird. Was aber natürlich immer noch fehlt, was jetzt zum Beispiel die Holländer besser gemacht haben, ist einen nationalen Revit-Standard zu entwickeln. Und Hintergrund ist eben, dass es sehr schwer, einerseits so ein und aufwendig sowas zu entwickeln. Und es ist auch schwer, wenn man jetzt schon irgendwann mal mit Revit angefangen hat und seinen eigenen Firmenstandard entwickelt hat, einen anderen Standard zu übernehmen oder zu integrieren. Ne? Also das ist bei Revit durch die gemeinsam genutzten Parameter, die sind ja sehr verwoben in die ganzen Familien, das ist nicht so einfach. Und da gab es aber jetzt vor 3-4 Tagen erst eine Initiative von Autodesk. Also da sind jetzt inzwischen, da gab es ja den berühmten Brief an Autodesk. Also falls ihr mal wollt, dass sich bei Autodesk was ändert, schreibt einen Brief.
Und zwar wurde da ein Autor das herangetragen, dass halt eben die Rewe-Entwicklung nur zögerlich vorangeht. Und da hat sich jetzt schon, haben sich schon ein paar Sachen geändert. Also jetzt zum Beispiel bei den Entwicklern, die machen jetzt regelmäßig so eine Austauschrunde, einen Livestream, wo man auch direkt Fragen stellen kann. Und da kam zum Beispiel auch deutlich darum, dass sie sich über die gemeinsam genutzten Parameter schon auch schon sehr viele Gedanken gemacht haben, wie man das verbessern kann, dass man zum Beispiel die Standards zwischen den Büros, aber auch solche nationalen Standards besser austauschen kann und seine eigenen Standards integrieren kann. Also auch eine Empfehlung, sucht einfach nach, ich muss machen, dann den Link mal nachschauen, Factory Insight oder so. Weißt du das, Oliver? Inside Factory gibt es bei YouTube, Autodesk Building Solutions oder so. Müsst ihr mal googeln. Ja, genau. Ich würde auch danach gucken. Also im Kopf habe ich jetzt nicht den Link, aber es passt. Aber jedenfalls, da tut sich gerade was. Also falls ihr was beeinflussen wollt bei Autodesk, in welche Richtung es gehen soll, aktuell ist ein guter Zeitpunkt. Aktuell sind die Ohren ganz weit offen. Und das könnt ihr natürlich einerseits über die Revit User Group machen, aber natürlich dann auch eure direkten Einflussmöglichkeiten nutzt. Dann gibt es auch so eine Anwenderliste und eine Expertenliste oder auch Ansprechpartner für Firmen. Könnt ihr auch im Forum euch einfach melden, falls ihr in die Kategorie mit aufgenommen werden wollt. Dann nochmal die Links. Einmal die Revit User Group Dach Homepage. Da ist einerseits ein Forum drin. Das ist nicht so ganz so stark besucht, aber finden sich ein paar gute Sets. Und ein Blog. Und auch, wenn man sich beim Newsletter anmelden will, kann man das hier auch machen. Dann gibt es, sage ich mal, für die eher täglichen Neuigkeiten, gibt es jetzt die LinkedIn-Gruppe. Dynamo User Group Dach nennt sich die. Und dann gibt es noch den Autodesk BIM-Blog. Da erfährt man dann natürlich nicht nur Sachen über Dynamo, sondern allgemein über Neuigkeiten, die Autodesk hier zum Thema BIM zu verkünden hat. Und der Termin für das nächste Dynamo User Group Treffen, der steht noch nicht fest, weil wir haben noch nicht ausreichend Vortragende. Das heißt, das Ganze kann natürlich nur stattfinden, wenn sich auch genügend Vortragende finden. Und ich lege da immer das Minimum auf 2 Leute fest, dass wenn einer krank wird, dass wir das trotzdem mal stattfinden lassen können. Und ich habe zwar jetzt schon 2 solche vielleicht Zusagen, aber halt noch nichts Fixes. Und falls ihr da was vortragen wollt, meldet euch gerne. Ne? Ich organisiere das dann. Wir gucken auch, dass das dann bei dem Termin für die Vortragenden passt. Und kommt einfach auf mich zu. Das kann auch ein ganz kleiner Vortrag sein, wenn ihr denkt, ihr habt irgendeinen Workflow gefunden, den die anderen auch kennenlernen sollen, könnt ihr das auch machen. Das kann nur 5 Minuten sein. Ist egal was. Also alles, was irgendwie mit dem Thema Dynamo zu tun hat, gerne auf mich zukommen. Und wir haben eine Hall of Fame. Alle, die irgendwie schon mal sich engagiert haben hier in der Dynamo User Group, werden hier auch mit aufgenommen. Wenn ihr da auch draufstehen wollt, macht einen Vortrag. Dann kommen wir zum Thema Dynamo Neuigkeiten. Was gibt es Neues seit dem 1. September? Also es sind jetzt 2 Wochen her und seitdem hat sich eigentlich doch recht viel getan. Und zwar wurde die Dynamo Core Version 2.8 veröffentlicht. Bei den Änderungen, da geht es hauptsächlich darum, über die Integration von dem C-Python, also die statt Iron Python wird jetzt der Wechsel vollzogen zu C-Python, das ist dann Python 3. Und das ist einfach dann relevant, wenn man entweder Python-Skripts programmiert hat, also in Dynamo kann man ja auch Python-Nodes verwenden und das dann im Skript mit integrieren. Es ist aber auch für die Package-Entwickler hochinteressant und wichtig, weil alle Python-Quellcodes müssen auch migriert werden in die neue Version. Und je nachdem, wie man die Python-Node erstellt hat, kann es da auch zu Problemen kommen. Da gibt es jetzt so ein Migration Assistant, also ein Migrationsassistent, der einem, sage ich mal, Großteil von der Migration automatisiert. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man die Python-Node im Zusammenhang mit so einer String-Node verwendet, also dass der Quellcode nicht in der Python-Node selbst drinsteht, sondern in einer String-Node,
dann funktioniert zum Beispiel der Migration-Assistent nicht. Also manche machen das so, und da muss man dann aufpassen. Aber das ist dann eher so für die Profis, sage ich mal, interessant, der Versionswechsel, weil Python Notes ist eher schon so ein bisschen Advanced Level, wo, sage ich mal, die Anfänger noch nicht so wirklich was damit zu tun haben. Wer genauer nachlesen will, was es Neues gibt, da gibt es auch die Release Notes, da steht alles im Detail drin, oder auch eine News auf dem Dynamo BIM Blog, aber das ist eben in Englisch. Ne? Und da sind auch noch 2, 3 Sachen geplant, und die Dynamo-Version 3.0 sieht man auch schon am Horizont. Also die Entwicklung geht auch entsprechend schnell weiter. Dann gibt es noch eine neue Version vom Dyna-Standard. Und zwar ist das entwickelt worden von Brandon Cassidy. Und zwar ist das eine View-Extension, die sich eben in die Oberfläche integriert, um einen Firmenstandard zu etablieren. Also wenn man jetzt ein Dynamo-Skript neu beginnt, was hier auf dem Link, da könnt ihr das auch nochmal genauer nachlesen. Ich gehe mal auf die nächste Folie, weil da sieht man das noch ein bisschen größer. Also hier oben, da habt ihr das im Menü dann drin, Dynamo-Standard. Da könnt ihr einerseits für ein Dynamo-Skript, wenn ihr ein neues Dynamo-Skript beginnt, könnt ihr auch so eine Art Standard vorbereiten, wo schon diverse Sachen vorbereitet sind, wo man dann zum Beispiel eintragen kann, wer hat es erstellt, wann wurde es erstellt, welche Packages wurden verwendet. Und dadurch macht ihr eben, sage ich mal, euren Mitarbeitern das bisschen einfacher, einen Standard in der Firma zu etablieren. Und das kann man dann nicht nur hier mit den Text-Notes, mit den Textanmerkungen machen, sondern man kann zum Beispiel auch Python-Notes vorbereiten, wo schon ein bestimmter Quellcode vorbereitet drinsteht, oder für Design-Script irgendwelche kleine Anleitungen, wie das gemacht wurde, oder hier oben grafischer Standard, dass ihr für bestimmte Codebereiche in eurem Dynamo-Skript eine bestimmte Farbe verwendet, dass man nachher, wenn man das Skript mal wieder öffnet, das sich leichter zurechtfindet. Und das ist auch noch ein kleiner Hinweis. Da gibt es das Monocle-Package und die Monocle-View-Extension. Da kann man dann auch seinen Standard integrieren, und in der neuesten Version, da gibt es auch die Möglichkeit, über eine Settings-Datei die Standards von dem User-Interface hier anzugleichen an seine eigenen Standards. Also hier steht aktuell noch das Englische drin. Man kann jetzt hier in der Settings-Datei seine eigenen Begriffe eintragen und auch eigene Farben wählen. In der Settings-Datei kann man auch viel mehr Farben auswählen als direkt in Dynamo über das Rechtsklick-Menü. Das ist vielleicht auch noch ein hilfreicher Tipp. Und ich habe vorgestern oder vor ein paar Tagen schon in der Dynamo-LinkedIn-Gruppe eine News gepostet über die Monocle-Suchfunktion. Und zwar ist bei Monocle, das ist vom John Pearson an der View-Extension entwickelt worden, die enthält eben eine stark verbesserte Suche. Ihr habt vielleicht schon festgestellt, wenn ihr in der normalen Suchfunktion was eingebt, da findet ihr nicht immer auf Anhieb gleich das, was ihr eigentlich erwartet. Also da, wenn ihr exakt den Namen eingibt, werden manchmal andere Notes angezeigt, die eigentlich hier gefunden werden sollten. Und bei der Monocle View Extension, das ist eigentlich auch eine Suchfunktion, da habt ihr halt keine Icons, also keine kleinen Bilder, aber die Suchfunktion funktioniert halt, würde ich sagen, nahezu perfekt. Also da muss Autodesk auf jeden Fall nochmal nachlegen in der Standardsuchfunktion. Dann gibt es das Topologic Package im Package Manager. Also das gab es vorher auch schon, aber eben nur als externen Installer auf ihrer Webseite. Jetzt kann man das direkt über den Package Manager installieren. Wer das noch nicht kennt, Topologic, das ist, kommt im Grunde aus einem Forschungsprojekt, und da geht es eigentlich darum, dass es so eine, neue Geometriebibliothek für Dynamo, also das allgemeine Geometriebibliothek, aber mit besonderen Funktionalitäten. Man hat da eben, da geht es hauptsächlich um Räume, also jetzt nicht architektonische Räume, sondern im Englischen nennt sich das Spaces, also
Rauminhalt ist sozusagen. Und das Besondere ist eben daran, dass der Raum weiß, was seine Nachbarräume sind, also welche Räume daneben und welche Räume darüber sind. Und das, diese Vorgehensweise wird vor allem bei den Energieberechnungen von Gebäuden werden die verwendet. Und es ist eben vergleichbar mit dem Energieanalysemodell. Also in REWE das so, ihr modelliert erst und irgendwann, wenn ihr modelliert habt, könnt ihr da ein Energiemodell exportieren, GBMXL. Und dieses Energiemodell, das könnt ihr dann weiterverwenden, um energetische Analysen daraus zu berechnen. Und hier bei dem Turbologic, da läuft es halt im Grunde vom Workflow genau andersrum. Das heißt, ihr erstellt erst das Energiemodell und tut dann im Nachhinein oder im nächsten Schritt schauen, okay, sind die Räume so angeordnet, dass ich eben ein möglichst effizientes Gebäude habe? Und im nächsten Schritt leitet ihr eben dann, das sind ja alles auch Flächen und Linien, könnt ihr daraus dann auch zum Beispiel Wände und Stützen ableiten. Also da geht es dann, sage ich mal, in die andere Richtung. Und ich habe dann noch eine zweite Folie. Genau, hier sieht man jetzt mal noch die Geometrieelemente. Also es sieht verdammt ähnlich aus wie die normale Dynamo-Geometrie, ist aber eine eigene Geometriebibliothek. Das heißt, wir haben einmal hier die Dynamo-Geometrie, so wie wir das kennen, mit Festkörpern, Mesh und Flächen, Kurven, Punkte. Und so ähnlich gibt es eben auch in Topologic. Ne? Und das kann man auch ineinander umwandeln. Das heißt, wenn ich jetzt in Topologic erstmal mein Gebäude erstellt habe, dann kann ich irgendwann sagen, okay, das ist jetzt der Stand, mit dem möchte ich jetzt in Dynamo, mit normalen Dynamo-Nodes weiterarbeiten und vielleicht darauf basierend Revit-Geometrie erstellen. Dann muss ich erst meine Topologic-Geometrie umwandeln in Dynamo-Geometrie und dann geht es weiter Richtung Revit oder irgendeine andere Software. Ne? Dynamo hat ja inzwischen einige andere Schnittstellen zu anderen Software. Und hier ist nochmal die Hierarchie so dargestellt, wie sich das zusammensetzt. Ist ein bisschen vergleichbar mit der Dynamo-Bibliothek, Geometriebibliothek. Dann gibt es noch eine kleine Neuigkeit, also das ist noch, steht noch ganz am Anfang, und zwar FreeCAD, das ist so ein Open-Source-Projekt, wo eben auch in 3D modelliert werden kann. Und die haben jetzt auch, zumindest ein Nutzer davon, hat angefangen, Dynamo dort zu integrieren. Und dadurch, dass eben Dynamo ein Open-Source-Projekt ist, ist es eben auch möglich, dass irgendwelche Entwickler von einer anderen Software die Grundlage verwenden und in ihr eigenes Programm Dynamo integrieren. Und hier mal die Links, da könnt ihr euch das anschauen, falls ihr da Interesse habt. Also ich nutze FreeCAD nicht, aber vielleicht gibt es manche, die nutzen das. Und dann ist es bestimmt eine interessante Möglichkeit, um zu verfolgen, was sich da so tut. Und so wie bei dem FreeCAD macht es natürlich Auto das auch und schaut, ja okay, Dynamo wird so gut angenommen. Was haben wir denn selbst noch für so Software, wo wir das Dynamo integrieren können? Und da gab es zum Beispiel in der ID-Station einen Vorschlag für InfraWorks, eine API zu entwickeln, und Dynamo nutzt eben, sag ich mal, zu 99% die API-Schnittstelle, um das relativ einfach zu integrieren. Und jetzt ist Auto das gerade am Überlegen, welche API-Befehle für InfraWorks eventuell sinnvoll sind oder welche Workflows ihr euch mit Dynamo vorstellen könnt. Und falls ihr da InfraWorks verwendet oder bestimmte Vorstellungen habt, was das machen soll, das InfraWorks mit Dynamo oder auch andersrum, dann könnt ihr euch da an den Ramesh wenden oder auch nochmal den Blogpost hier nachlesen. Habe euch den Link hier dazu geschrieben. Dann noch eine kleine Neuigkeit in eigener Sache, und zwar bei der LinkedIn-Gruppe. Da haben wir gerade einen kleinen Contest am Laufen, aktuell noch mit keiner Beteiligung, aber der Contest läuft noch eine Weile, also ihr könnt da ein Bild einsenden und zwar in den Kommentaren einfach den Link zu dem Bild reinschreiben. Und zwar suchen wir da für das Titelbild von der Gruppe noch ein schönes
Dynamo-Bild und das Bild mit den meisten Stimmen, wobei ihr habt jetzt gute Chancen, weil noch keiner was gepostet hat, das mit den meisten Stimmen das Bild gewinnt und wird eben in der Gruppe als Titelbild verwendet, falls ihr Lust habt. Und wir übernehmen das dann auch für die Dynamo User Group Dach LinkedIn-Gruppe. Es gibt ja die internationale Gruppe und die deutsche Gruppe sozusagen. Gut, die meisten werden den Oliver wahrscheinlich schon kennen. Aber in letzter Zeit gab es auch bei ihm so ein paar Umstrukturierungen. Und zwar leitet er jetzt als Geschäftsführer seit Mitte des Jahres zusammen mit dem Hendrik Scherder die Bildinform Deutschland GmbH. Also Bildinform, das gab es ja bisher hauptsächlich in der österreichischen und süddeutschen Region. Und jetzt hat eben der Oliver zusammen mit dem Hendrik das sage ich mal, erweitert auf den kompletten Dachraum. Und sie sind eben dann jetzt in der selbstständigen Funktion als Geschäftsführer unterwegs, nicht mehr nur als Angestellter. Und dann hat man natürlich auch andere Verantwortungen. Und ja, Oliver ist hauptsächlich oder insbesondere bekannt für seine Brückenworkflows, würde ich sagen. Also da bist du, glaube ich, schon ein bisschen berühmt geworden. Und hat auch maßgeblich die Revit User Group Dach vorangetrieben. Also das, du hast sie, glaube ich, sogar gegründet, ne? Warst Mitgründer. Und auf diversen Veranstaltungen macht er auch immer wieder super Vorträge. Also und habe gelesen, auf deinem LinkedIn-Profil in der Hochschule Karlsruhe bist du auch als Gastdozent aktiv und unterstützt dort die Studenten mit deinem Wissen. Und ja, heute stellt er ein Projekt vor über den Duisburger Hauptbahnhof. Da wurde das Bahnhofsdach mithilfe von Dynamo erstellt. Und um was es da genau geht, das erzählt er euch jetzt gleich selber. Ich übergebe an Oliver. Viel Spaß beim Vortrag. Danke, Thomas. Ich überlege gerade, seit wann kennen wir uns? Das war in Delft, ne? 2013? Ich weiß, ich glaube eher auf der Otto's University. Stimmt, das kannst du noch vorher gewesen sein. Ja, pass auf. Freigabe. Ich stoppe bei mir. So. Sag mal, wenn du was siehst. Kann man schon was sehen? Ja, ich sehe dein Bild. Gut. Du hast ein paar Sachen schon gerade eben gesagt. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Wir sind, oder auch mit der neuen Bild Informed, bin ich nach wie vor noch mit der Firma Contilos unterwegs, wo ich jahrelang, über 10 Jahre damals angefangen habe zu arbeiten, später eine Funktion auch als Bereichsleiter BIM Consulting. Und Dynamo nutze ich, du hast es gesagt, so die Brücken waren für mich der Einstieg 2015. Ich habe so meine ersten Gehversuche gemacht. Manuell ging das schon ganz gut mit Revit, im Bereich damit erarbeitet und ging dann aber mit Dynamo dann noch ein Stück besser. Und davor, das, was wir jetzt auch machen, das ganze Thema Consulting über die verschiedensten Bereiche. Also ich glaube, vor 10 Jahren so ein Ingenieurbau, die Abwasserbauwerke, das war auch das, was ich mit vorangetrieben habe. Und was wir heute uns angucken wollen, ist das Projekt hier. Das haben wir 2016 bearbeitet. Also bei Contilos noch, die Kollegen und ich zusammen. Man hatte bei Station und Service praktisch eine perfekte 2D-Vorplanung, würde man das nennen. Also richtig gut. Und hatte dann aber eben die Idee, ja, ihr seht das da heute rechts oben, das Bild, das ist eine Visualisierung. Die haben wir dann auch noch gemacht. Man hatte die Idee praktisch, wenn jetzt der Minister von NRW, oder wer auch immer dann alles da, dabei gewesen ist, auf diesem Bahnhofsgelände, auf dem aktuellen Bahnhof sich praktisch befindet, am Gleis steht, dann möchte man die neueste Technologie zeigen und dann das Thema Augmented Reality hier mal zeigen. Und das war damals, glaube ich, noch mit, wie ist das Auto, das Live oder so? Also aus dem Revit-Modell dann praktisch rübergespielt. Wie gesagt, man hatte aber nur 2D-Pläne und wir sollten praktisch dieses Entwurfsmodell, was ihr da unten rechts seht, dann bauen als Dienstleistung. Und ich hatte eben bei uns im Team die Aufgabe, oben praktisch dieses Dachtragwerk dann zu konstruieren. Und jetzt hier im Hintergrund, ein paar Teilmodelle sind ausgebildet. So sah das dann nachher aus. Da haben wir, was kann ich, mit 5 Leuten parallel dran gearbeitet, dann eine Zeit lang.
Ja, wie kommst du halt von 2D-Plänen halt zum 3D-Dach? Das ist etwas, was wir auch in Dynamo-Trainings, die wir geben, auch machen. So als Teil davon. Können wir, jetzt brauchen wir noch ein bisschen länger. Lassen wir mal arbeiten hier. Genau, das war so die Fragestellung. Ich habe das im Vorfeld jetzt mal, ich hoffe, das reicht so von der Auflösung her. Man versucht so ein bisschen aufzureißen. Also meine Idee war damals, da war ich ja gerade ein Jahr mit Dynamo arbeiten. Ich kenne mich aber seit 10 Jahren mit den adoptiven Familien aus und wusste, ich habe den sogenannten geteilten Pfad. Und hatte also die Idee, wenn ich Grundlagen-DWG, also einen Grundriss habe mit den Rasterungen und mit den Achsen dieser Träger, dieses Fischbauchträgers, der da oben lang läuft, hatte ich auch eine Tabelle mit den Z oder XYZ-Koordinaten letzten Endes, beziehungsweise Z-Koordinaten waren es nur. So, und die Idee war jetzt für mich einfach, wie kannst du jetzt praktisch eine 3D-Raumkurve, die den Träger beschreibt, wie kannst du die am schnellsten konstruieren? Und das sind ungefähr 128, 130 Punkte, also einer bestimmten Entfernung, die auf so einer Grundrissachse liegen und die dann eine Z-Höhe, ja, einen Z-Versatz praktisch dann im Raum liegen. Und die Idee war dann zu sagen, okay, ich nehme halt die DWG, ich lade sie in eine Familie rein, ich will den adaptiven Pfad, Quatsch, den geteilten Pfad benutzen. Und da gibt es dann ja eine Funktion, jetzt gehe ich mal rüber ins Revit und sehen wir es ein bisschen besser. Ich hoffe, ihr habt sicher gefangen hier. Ja, genau. Und den mal weg. Ich spreche an. So, kann man ja, wenn ich jetzt hier einfach mal hergehe und sage, ich gehe mal in den Grundriss rein, ich nehme mal jetzt hier irgendwie eine Linie, dann kann ich die Linie ja nehmen und sagen, ich habe eine Farbteilung. So. Dann habe ich Farbteilungspunkte. Ich kann das dann noch ein bisschen ausbauen, indem ich sage, ich habe eine Schnittpunktliste. Das ist richtig interessant, haben wir schon mal für andere Aufgabenstellungen genutzt. Jetzt tauchen hier Referenzebenen mit Namen auf. Das heißt, wenn ich jetzt 130 vertikale Raster habe, entlang so einer Achse, die man jetzt hier schon sieht, im Grundriss, dann, und die haben einen Namen, dann kann ich praktisch auf einen Schlag sagen, alle markieren, drücke den Knopf OK, und dann habe ich im Grundriss bei einer definierten Achse praktisch schon mal einen Punkt, und respektive dann kann ich mit Dynamo beigehen und diesen Punkt, da kann ich die XY-Werte auslesen. Und dann war die Idee, wenn ich XY habe, kann ich die Z-Höhe aus den AutoCAD-Zeichnungen extrahieren und verheirate die praktisch dann über Dynamo zu einem neuen Referenzpunkt. So, und dann kriege ich im Prinzip hier 3D, dann gucken wir mal das Bild hier. Unten. Ja, hier kannst du es ungefähr noch sehen. Und dann habe ich praktisch diese Welle in ihrer Form als 3D-Pfad, wo ich dann danach entsprechend weiter konstruieren konnte. Wie ging es dann in die Richtung der Volumenkörper, der Träger und so weiter. Also das sah ungefähr so aus. Ich habe jetzt für heute, habe ich noch was gemacht. Ich habe nämlich ein Package, benutzen wir gleich, oder ich zeige, wie man es benutzen kann, von BeMorph. Da kann ich dann nämlich sogar DWGs direkt einlesen in Dynamo. Das hatte ich damals nicht. Da gab es dann noch ein bisschen anderen Workflow. Da habe ich gesagt, okay, ich drücke erstmal diese Grundrissachsen durch. Also ich habe die DWG eingeladen und dann praktisch manuell, so wie ich das hier gerade gemacht habe, konnte ich dann hier diese Achsen abgegriffen. Und dann aber den gleichen Weg. So, jetzt gucken wir mal. Wie kann das jetzt mit Dynamo aussehen? Erstmal, ich habe jetzt hier 2021 am Start. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ich habe hier die VMorph Nodes, also ein Package, was ihr runterladen könnt. Und hier kann ich eben unter anderem so ein bisschen rüberschieben, das Ganze. So. Und da kann ich dann eben sagen, ich habe hier Cut Curves from Layers. Ich gehe mal eben auf manuell. So. Und man einfach sagt, hier vorne, ich habe einen Input, nämlich eine DWG, die ich jetzt in meinem Fall, ich bin ja in der adaptiven Familie drin, ich habe sie bereits importiert, muss ich einfach nur diese DWG auswählen. Also Revit Selection, Select Model Element. Kann ich hier verknüpfen. Audio ein, sorry. Und dann gehe ich mal hierher. Wie gesagt, das ist jetzt hier die DWG.
kann ich hier auswählen und ich sage es mal ausführen. Dann liest er jetzt im Prinzip diese komplette DWG ein. Und ich kann jetzt mal gucken hier, es gibt hier dann diese Auflistung, da haben wir also die Kurven und dann haben wir die Layer. Ich habe das dann jetzt hier für heute auch ein bisschen aufbereitet, dann habe ich es ein bisschen leichter. Das kann ich aber mit den DWGs beliebig machen, dass ich halt die Linien, die ich brauche, entsprechend auf die Raster lege, falls das noch nicht geschehen ist. So, und der nächste Schritt ist, dass man halt jetzt hier guckt, ich habe Curves, jetzt kann ich hier mit dieser Dictionary Node arbeiten, wo ich halt sage, ich habe Dictionary by Key Values. So, das heißt, ich habe einmal hier meine Kurven und meine Keys sind im Prinzip die Layer-Benennungen. So. Mal erstmal ein Dictionary Draws. So. Das heißt, jetzt sieht man hier schön, wie er unter dem Layer-Namen Vertikal Rasterung alle dazugehörigen Linien aufgliedert in der Tabelle, in dieser Listenansicht. So. Und das Schöne dann ist halt, dass man sagen kann, wenn man jetzt diese Dictionary Node benutzt, ich kann hier auch beigehen und sagen Dictionary Value at Key. So, das heißt, ich lese das Dictionary ein. Und mein Key wäre jetzt im Prinzip eine String-Node. Ich benutze auch nur noch die, also nicht mehr mit Codeblock, Anführungsstriche, hat sich bewährt, weil wenn ich das Ganze nachher mal für eine Eingabe definieren will im Dynamo Player, ist das schon nicht schlecht. Das heißt, ich suche jetzt hier mal die Hauptachsen raus. Und als Hauptachsen, da zeige ich euch gleich, welche ich meine, welche das sind. Ich sage mal ausführen. So, jetzt kann ich hier einfach den Namen eingeben, deswegen Dictionary, und kriege dann entsprechend hier diese Achsenbar raus. Mal ein bisschen rüber. So. Das wäre so der erste Schritt. Und die kann ich im Prinzip auch gleich nehmen und sagen, ich mache aus diesen Linien, sind jetzt hier in dem Fall Dynamo-Linien, hätte ich ganz gerne Revit Elements Model Curve by Curve. So. Kann die also einmal hier erzeugen lassen. Dann, wie gesagt, ist ja, glaube ich, eine gemischte Gruppe, die heute auch teilnimmt. Wenn ich hier hinten, das ist dann im Prinzip die Kenntlichmachung schon, dass es jetzt als Revit-Element tatsächlich auch gebildet wurde. Hier mit der grünen Number dahinter. Und ich gehe mal rein in den Grundriss hier. Das ist meine DWG, blende ich mal weg. Und das ist mit Hauptachsen gemeint. Also hier links und rechts haben wir dann im Prinzip die Bahngleise, die hier durchfahren. Und was ich jetzt noch brauche, sind praktisch hier diese vertikalen Rasterungen. Und was mich jetzt noch stören würde, wäre, dass das jetzt hier tatsächlich, wenn man diese Node benutzt, es sind noch keine Referenzlinien. Das kann ich natürlich jetzt von Hand machen, aber wenn ich hier schon drin bin, kann ich auch sagen, das ist eine Eigenschaft. Das heißt, in den Dynamo Nodes haben wir hier Element Set Parameter by Name. Und Set Parameter by Name, das ist. So, das ist mein Element, ist die Model Curve, Parameter Name, häufig die String Node. Copy Paste. So. Und der Name war ist Referenzlinie. Also der Name des Parameters, des Attributs, was ich jetzt ansteuern will. Und Value, da ist jetzt in dem Fall ist es keine Nummer oder kein Text. Das ist dann halt hier ein Boolean, also ja oder nein. Kann ich auch direkt suchen. Da finde ich hier meine Eingaben. Das hatte Jan Gerd ja letzte Woche auch schon mit der F-Abfrage und so weiter. Also ich halte mich da jetzt erstmal in die einfachen Notes hier. So, da habe ich jetzt True, ich sage mal ausführen. Und jetzt müsste jede dieser Referenz, dieser Modelllinien müsste jetzt im Prinzip schon erstellt werden als Referenzlinie. Sieht man auch schon direkt. So, da habe ich sie. Das ist einfach etwas, was ich modellierungsseitig immer so machen würde. Das sind praktisch mein Gerüst wieder, wo jetzt danach dann im weiteren Verlauf in Familien vielleicht noch weitere Objekte rangehängt werden. So, das ist also der erste Teil. Der nächste Schritt ist im Prinzip, dass wir sagen, okay, wir haben nochmal Dictionary
Value at Key. Ich kopiere das Ganze nochmal hier. Und jetzt geht es halt eben hin, jetzt brauche ich die vertikale Rasterung. Das ist natürlich praktisch und auch gut, wenn ich mir das so vorbereiten kann. So, kann man glaube ich sehen. Jetzt zeigt er hier hinten im Grundriss so eine Linienschar an. Ja, das sind jetzt die Längen vielleicht, man kann das glaube ich sehen, wie sie aus der DWG praktisch gekommen sind. Und mein Ziel ist es ja, aber ich brauche nachher, ich mache aus diesen Linien, möchte ich im Revit Referenzebenen machen. Weil eine Referenzebene kann ich mit Namen benennen. Und wenn ich die Referenzebene einen Namen hat, kann ich sie für die Funktion des geteilten Pfades halt auswählen. Das war die Funktion, die ich vorhin gezeigt habe. Und dazu werde ich die jetzt einmal verlängern, beziehungsweise ich andersrum. Ich zeige es mal direkt bei Revit. Wenn ich hier suche, was heißt jetzt, Reference Plane müsste es sein. Reference Plane. Das ist genau das, was Thomas sagt. Der Monocle glaube ich zwar auch drauf, aber ich gucke mal. Ich empfehle die Monocle-Suche. Genau. Gucken wir hier unten. Ich kann direkt hingehen. So, da ist es. So. Also wie erstelle ich jetzt praktisch eine Referenzebene, also eine Plane über Dynamo? Das mache ich grundsätzlich so, oder ich versuche es zumindest immer so, dass ich sage, ich habe links irgendwie einen Start, wo ich beginne. Das war vorhin das Einlesen der DWG. Und dann kennen das einige vielleicht, dieses Diagramm. Dazwischen mache ich eine Verarbeitung. Und es lohnt sich einfach oft mal zu gucken, was will man am Ende denn bei rausbekommen? Also was soll rechts stehen? Welche Node könnte das sein? Und was geht links rein? Und dazwischen muss ich halt eine Verarbeitung machen. Vielleicht hätte ich so anfangen sollen gerade eben, aber ihr wisst, wo ich hin will. Da ist Reference Plane by Line, suche ich mir jetzt mal raus. Die Linie hätte ich. So, diese hier könnte ich jetzt direkt reinfüttern. Ich mache es aber noch ein bisschen umfangreicher. Ich hätte nämlich einmal die Längen hier nochmal eindeutig. Also auch wenn die Ebene unendlich ist, hätte ich jetzt hier vielleicht noch ein bisschen gespielt. Wo ich sage, ich habe hier vielleicht von dieser Linie, die kann ich vielleicht verlängern. Also wenn man mal guckt, Geometrie, Curves, dann habe ich hier den Befehl Line. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Linie, die ich erzeuge in Dynamo mit Start- und Endpunkt. Oder jetzt in dem Fall können wir vielleicht mal nehmen bei Start Point und Direction und dann Length. So, einfach noch ein bisschen erweitert das Ganze auch. Das heißt, das hier würde schon mal matchen. Kann ich einbauen. So, ich brauche einen Startpunkt, ich brauche eine Richtung und ich will eine Länge angeben können. Ja, eine Verlängerung. Und Startpunkt kriege ich in der Regel bei Curves zum Beispiel Curve. Ein bisschen weiter unten, wo die Abfragen kommen mit dem Fragezeichen, habe ich hier irgendwo dann einen Endpunkt, ich habe einen Startpunkt. Ich schnappe jetzt mal hier den Startpunkt beziehungsweise Endpunkt. Da ist er genauso. Komm, mal gucken. Ich nehme mal die. Drücke mal F5. Und jetzt kann man praktisch sehen, dass da oben, das ist jetzt der Endpunkt hier. Diese Linienreihe. Ich mache es auch ganz gerne so hier, dass ich sage, ausgewählte Geometrien isolieren. Ist auch eingehakt schon. Und das Ganze vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Okay, das ist auch mein Startpunkt. Soll es werden. Die Directions im Prinzip kann ich auch abfragen. Und die Länge, machen wir in die Länge zuerst, weil da bin ich in der richtigen Stelle hier. Da habt ihr bei Curves habt ihr noch die Abfrage für die Länge. So, und dazwischen brauche ich irgendwie noch die Direction. Hätte ich mich jetzt entschieden, gehe ich hin und sage, okay, ich weiß das aus dem Kopf, bei Curves Line gibt es hier die Abfrage des Vektors. Zack. Gucken wir mal rein, das ist die Direction. Länge kann ich abfragen. Wo geht es gerade eigentlich hin? In Direction. Ja, okay, vergesst die Length. Ich wollte die angeben. Egal. Okay, sagen wir mal, wir haben 100 Meter. Und ich sage mal F5 für das Ganze aus. Das heißt, die Richtung läuft jetzt eigentlich genau entgegengesetzt in die Richtung, die ich haben möchte.
Und das ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war mal bei einem, ja, bei einem Training, da ist jemand echt, war sehr erfreut, hat irgendwie auch länger gesucht, weil er nicht wusste, dass es gibt. Es gibt bei Curve, gibt es hier die Möglichkeit, Kurven umzudrehen, also Reverse, und dasselbe habe ich als Funktion eben auch bei den Vektoren. Und wenn ich da mal gucke, hier unter... Funktioniert auch minus 100? Könnten wir mal testen. Geht auch. Ah, doch. Ja. Würde auch gehen. Ja, wäre jetzt so einfach gewesen, ist klar. Ja, das zeigt ja auch wieder, hier ist es nochmal Reverse. Jeder hat da so seinen Weg und ich habe jetzt einfach hier für die Übung gedacht, okay, nimmst mal Line Direction und sagst, okay, wie kann ich denn den Vektor umkehren? Ja, auf jeden Fall. Nachher fürs User Interface ist auf jeden Fall besser, wenn man es invertiert. So, jetzt haben wir noch die minus 100. Ich würde auch hier dann empfehlen, wenn ich sowas schon weiß, wie du gerade sagst, User Interface, würde ich dann eher einen Number Block nehmen und dann Slider, was auch immer. Weil ich dann wieder über Rechtsklick hier sagen kann, ist eine Eingabe. So, sagen wir 150 Meter. Das soll meine Länge sein. 5. Wenn ich jetzt hier ein bisschen rausscrolle, dann habe ich auf jeden Fall hier schon mal optisch auch einfach die Kontrolle. Ich bin wirklich jetzt hier in dem Bereich, wo ich mit diesen vertikalen Rasterungen die Hauptachsen schneide. Um die Schnittpunkte geht es ja nachher am Ende. Jetzt gehen wir ein bisschen raus. Jetzt kann ich hier mal eben schauen, wenn ich hier rüber gehe. Sieht wieder ein bisschen komisch aus. Da sind meine Reference Planes. So, die haben jetzt aber alle noch keinen Namen. Und das müssen wir als nächstes mal ändern. Also auch da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier das Set-Parameter by Name. Und gehen wir mal bei. Wenn wir jetzt sagen würden, wir zählen die einfach durch von einem bestimmten Startpunkt aus, dass wir sagen, ich gebe einfach von 0 bis, ich glaube 120, 130 ist es hier, zählt einfach durch. Und ich hätte ganz gern für jedes Element praktisch die Nummer angeschrieben, also 0, 1, 2, 3, 4. Und schreibt noch Referenz RE davor. Das ist so die Idee, wo ich sagen könnte, okay, ich zähle mal hier List Count einfach mal durch. Wie viele Referenz Planes habe ich hier? 127. So, und jetzt würde ich einen Codeblock nehmen und zum Beispiel sagen, von 0 bis, nicht zu viele machen, zwei Punkte, vielleicht Anzahl nenne ich die Variable mal. Erstelle einfach eine Liste hier. Könnt auch bei 1 beginnen. So. Das sind die Nummern, die ich als Namen dann praktisch eintragen möchte. Und das sind jetzt Nummern. Ich habe hier noch vielleicht dann String from Object. Das heißt, aus der Nummer mache ich halt einen Text. Ich weiß, das muss nachher definitiv ein String sein, eine Zeichenkette, was hier als Parametername hier verwendet werden kann. Jetzt habe ich das schon mal erledigt. Und dann kann ich mal sagen, ich suche einfach plus, das ist die nächste Note. Ich möchte für Ketten jetzt einfach die Nummer nochmal mit einer Eingabe von mir, eine Zeichenkette, wo ich einfach schreibe davor, RE für Referenzebene zum Beispiel, Unterstrich. So. Das mal zusammengekloppt. Dann kriege ich hier raus, genau, die umgekehrte Reihenfolge will ich haben. Also so gekreuzt, Referenzebene 0 bis entsprechend dem Eintrag. Das wären jetzt die Namen. Und das wäre dann wieder die letzte Note, was wir halt sagen, Set Parameter by Name. Copy, Paste. Ja, können Sie nochmal gucken. Hier ist es dann Name. Und Value ist dann in dem Fall für die Referenzebenen das hier. So. Jetzt fehlen mir nur noch die Elemente. Und die Elemente wären im Prinzip die Referenzebenen. Ich ziehe den mal ein bisschen höher.
F5. So. Man sieht, er hat auch was gemacht. Jetzt müssen wir uns nur das Endergebnis mal angucken. So, ich gehe mal hier links rüber. So, jetzt kann man sehen, er hat jetzt links die 126. Und dann geht es weiter mit der 6, 5, 4, irgendwann kommt die 0 und dann geht es hier mit 52. Also das ist von der Sortierung her noch nicht richtig. Das haben wir öfters, weil er eben nach der Stellung dann geht. Und ich muss jetzt einfach nur, das ist einfach nur, ich muss jetzt versuchen, praktisch diese Elemente neu zu sortieren. Und es gibt eine Note, wo man einfach sagen kann, List Sort by Key. Und das, was jetzt kommt, muss ich sagen, habe ich auch erst, ich weiß gar nicht, wann, habe ich von Hendrik gelernt und der hat es auch vom Kunden gelernt vor 2 Jahren. Ziemlich genial. Man einfach sagt, ich habe jetzt hier vielleicht so eine Achse und wenn jetzt hier meine vertikalen Rasterlinien diese Achse schneiden, dann sagen wir doch einfach, wir erzeugen virtuell im Dynamo Schnittpunkte mit dieser Achse und diese Reihenfolge dieser Schnittpunkte gibt praktisch diese Listensortierung hier vor, sodass meine Referenzebenen dann im nächsten Schritt in der richtigen Reihenfolge sortiert sind. Und so ein paar Notes noch dazu hinzufügen. Das eine ist einmal, dass wir sagen, wir haben jetzt hier, wir suchen uns einfach eine Achse raus von denen, die da sind, wo wir zum Beispiel sagen, hier List, Get, Item, okay, so finden wir schon wieder nicht, nehmen wir den hier, Get, da war es schon, Item mit Index, ich gehe mal dahin, die Liste, dann nehmen wir jetzt die Hauptachsen hier und ich nehme einfach mal jetzt, das kommt jetzt nicht so drauf an, nehmen wir einfach die 1 zum Beispiel, also den Eintrag 1 aus dieser Liste. So, das ist, kann man das sehen hier hinten im hinteren Bereich. Das ist genau diese Achse. Und jetzt gehe ich halt bei und sage, okay, jetzt nehme die Achse und ich möchte einen Schnittpunkt haben zwischen dieser Hauptachse und diesen vertikalen Achsen. Und das finde ich auch wieder unter Geometrie. Modifiers, Geometry finde ich. Intersect All, wo ist es? Intersect All, da ist sie. So, das heißt, ich habe hier meine Geometrie, das wäre die Kurve. Und die anderen, das sind halt eben genau diese Linien jetzt auch in dem Fall, die ja unsere Referenzplanes bilden. Die bringe ich mal zum Schnitt. Ja, 5. Line by Start and Endpoint. Also Direction, sorry. Verkehrte Note, wo ist meine Kurve? Da sind meine Kurven. Jetzt bin ich auch in Florence los. Line. Bei Start and Endpoint ist richtig. Achso, da. Ja, die. F5. Na. Den verkehrten. Intersect All. Achso, so. Ja. Schön, dass es passiert. Vergitterung. Wir haben hier Kreuzprodukt beziehungsweise längste müsste auch funktionieren. So. Weil ich habe im Prinzip, warum wir jetzt die Vergitterung ändern? Ich habe eine Hauptachse, aber eben 127 vertikale Achsen. Ich möchte den Schnittpunkt bilden, eben, dass er einmal durchgeht, immer die einen, also immer einen Schnittpunkt bildet zwischen einmal der Hauptachse, dann den ersten Eintrag der vertikalen Achsen. Und dann immer schrittweise das Ganze abarbeiten. Deswegen einmal die Vergitterung hier umzustellen. Ist übrigens so, wie ich programmiere oder wie ich versuche, das Ganze umzusetzen, des Öfteren mal, dass ich hiermit auch spielen muss oder das einfach ausprobiere, was dann der richtige Weg ist, damit hier entsprechend ein Wert rauskommt. Dann, was ich die ersten Jahre immer ganz viel gesehen habe, auch 2013 schon, war List Flatten. Also ich habe das irgendwie mal so Kurzhilfen oder Merksätze. Flatten hilft einfach an vielen Stellen mal.
Das heißt, um diese Listenstruktur einfach mal runterzubrechen. Jetzt habe ich hier eine eindeutige Liste mit zwei Ebenen. Und jetzt kann ich eben sagen, wenn das meine Punkte sind, dann brauche ich auf der Kurve praktisch hier für diese Sortierung, muss ich Keys haben. Und Keys ist im Prinzip bei den Adaptiven, ist ja auch, dass ich sagen kann, normalisierter Kurvenparameter, also prozentual auf der Kurve, wo liegt der Punkt, dadurch sortiert er das Ganze. Und das kriege ich jetzt hier eben raus, indem ich sage, ich habe hier einmal die Curve-Parameter at Point brauche ich noch. Curve-Parameter at Point. So, das sind die Punkte, die ich da habe. Und hier unten kommt, jetzt gerade die Umschalttaste gedrückt halten, müsste eigentlich gehen, linke Maustaste. Ja, oder auch nicht, ging aber schon mal. So, machen wir. Einmal verbinden. Ja, Entschuldigung. Falsch. Ich brauche die Kurve. So. So, und dann kriege ich hier jetzt den prozentualen Wert raus. Ja? Und das sind dann eben hier meine Keys. Ich klicke den mal zu. Und die Sortierung, die ich jetzt ja machen möchte, anhand dieser Key-Kennwerte, das ist die von den Referenzebenen. Referenz-Plane, da ist sie. Die möchte ich jetzt damit sortieren. Wir können vielleicht noch kurz darauf eingehen, was der Parameter ist. Also viele verwechseln das gern mit dem Revit-Parameter. Curve-Parameter at Point. Und es ist aber nicht der Parameter, den wir aus Revit kennen, sondern ist die Bezeichnung für die Position auf einer Linie. Das heißt, der Parameter, wenn der 0 ist, ist am Anfang von der Linie und wenn der Parameter 1 ist, ist am Ende von der Linie. Und der Oliver nutzt es jetzt, diesen Wert, um seine Punktliste zu sortieren. Genau, also hatte ich auch versucht so zu erklären, aber genau, passt. Sagen wir mal in anderen Worten, passt. Alles gut. Ja, und dann haben wir im Prinzip jetzt hier einmal die Liste. Jetzt ein bisschen rüberziehen. Das ist immer noch die von vorhin, wo ich gesagt habe, die Elemente, die jetzt hier reingefüttert sind, das ist die unsortierte Liste. Und das tausche ich jetzt aus gegen die sortierte Liste. Ja, jetzt hat er. Das mit dem Namen, wobei Thomas, vielleicht kannst du da einen Tipp geben, weil ich habe das hier immer, ich mache es einmal zurück. Sonst dürften die noch keinen Namen haben. Es geht auch mit Überschreiben, aber jetzt hier, ich mache es mal rückgängig. Wenn ich dann nochmal neu ausführe, dann dürfte sich das erledigt haben. So. Na? Noch nicht. Element Sort sortiert ist es. Achso. Ja, es kann auch noch sein, die Reverse List habe ich hier gemacht. Was? Ich nehme den mal raus. F5 Value. So, jetzt hat er es. Und jetzt kann man auch noch was sehen. Jetzt bin ich ganz links. Jetzt will ich aber genau, dass es dann umgekehrt ist in der Reihenfolge. Also die 126 soll rechts stehen, da wo jetzt im Prinzip die 0 steht oder die 1, je nachdem, wie man beginnen will. Dann kann ich hier oben noch hinzufügen, einfach List Reverse. Die kommt da rein, das kommt dahin. Und es ist gleich rückgängig, bevor hier rumgekehrt. Es gibt. So, einmal eine 5 und dann hoffe ich, hat er das jetzt auch gemacht. Jawohl. Na, jetzt bin ich genau auf Kurs, das heißt, da ist jetzt mal eine 0. Und dann glaubt es mir einfach, dann sortiert er jetzt in der Reihenfolge eben hier durch, wie ich das haben will. So. Und das wäre so der Teil, wo wir jetzt hier einmal das vorbereitet haben. Jetzt kann ich praktisch hergehen und ich weiß gar nicht, ob ich noch Zeit bin, mal gucken.
wo ich beigehe und sage, jetzt suche ich mir eine von diesen Hauptachsen mal raus, sage verteilen, nehme die Schnittpunktliste und das ist das, was ich meinte, jetzt kann ich hier im Prinzip auf Einschlag sagen, alle markieren, nehme die Hauptebenen raus, also die Ursprungsebene aus der Familie, sage okay und dann kriege ich hier meine Punkte gemäß der Fortplanung, wo ich jetzt die X- und Y-Koordinate habe. Und die Z-Koordinate, wie gesagt, hatte ich mir damals dann aus den Unterlagen, die wir bekommen haben, praktisch extrahiert, in Excel-Form reingepackt. Und dann hier, jetzt im nächsten Schritt, würde ich das Ganze dann verheiraten. Und das sieht dann so aus. Ich mache mal neues Skript. Das ist Quatsch. Da. Damit ihr den Anfang habt. Ich sage auch wieder Revit Selection. Ach Quatsch. Elements, obwohl da war schon nicht schlecht. Selection, Select Model Element. Ich würde es jetzt einfach halten. Da ist es. Nur die Automatik raus. Und dann zeige ich mal, wo es hingehen soll, nämlich unter Elements. Gibt es hier auch diesen Divided Path, dann auf Englisch. Das ist unser geteilter Pfad. Und hier kann ich die Punkte abfragen. So. Muss ich im Prinzip dann jetzt nur auswählen einmal. Also Select Model Element. Da ist mein geteilter Pfad. Kann ich schon mal reinfüttern. F5. Jetzt kriege ich hier sauber die X- und Y-Koordinaten. Und Z in dem Fall auch. Und Z ist überall 0. Jetzt kannst du halt beigehen und sagen, und das auch das, ja gut, vermisse ich es jetzt im Revit, manche Dinge schon, andere, dafür habe ich jetzt Dynamo. Ich kann hier unter Geometrie, Punkte, Punkt, kann ich halt diese Abfragen machen. X, Y, Z. Das heißt, von den Punkten, die jetzt da sind, hätte ich ganz gerne nur die entsprechenden Werte rausgegeben. Da ist es. Und ich kann nachher am Ende hier wieder einen Koordinatenpunkt erzeugen lassen, wo genau die reinkommen. Und jetzt fehlt mir noch der Z-Wert. Und das ist eine Geschichte, wo ich einfach sage, ich habe hier, gucken, wo ist es, Import, Export. Import Excel. So. Dann haben wir hier oben einmal File Path, was wir brauchen werden. Dann File From Path. So. Jetzt müssen wir mal reingehen. Höhenabwicklung, da ist es. Und die brauchen wir. Ich kann die schon mal einmal öffnen. So. Ja. Hast du nicht? File Path, File from Path. Sollte eigentlich da sein. Einen Moment. Mal gucken, ob ich den hier drüben habe. Wo bist du? So, können wir eben einmal String Note noch dazu nehmen, dann haben wir das Tabellenblatt auch noch dabei. Input, ups, das war Welle Bahnsteig. So. Und jetzt hat es hier unten drauf gemacht. So, da ist es. Da sind jetzt im Prinzip meine Werte drin, die ich haben will, also es war jetzt hier sogar kombiniert, einmal Gleiswelle und Bahnsteigwelle gab es. Das waren diese unterschiedlichen Wellen, die man, glaube ich, gesehen hat im Modell. Naja, und dann ist der Rest jetzt eigentlich, dass ich halt sage, ich nehme das Ganze hier, Liste transponieren, List transpose, um halt, komm her, ich nehme halt auch das andere nur noch. Transpose, da ist es, um
Spalten und Zeilen zu vertauschen. Hoppala. F5. So, jetzt habe ich eindeutig einmal den Namen. Und dann habe ich Höhe, Welle, Bahnsteig zum Beispiel, wo ich jetzt eben sagen kann, entweder get item mit Index oder einfach sage x eckige Klammer. Mich interessiert hier der Listeneintrag Nummer 1. Ich kann ja so schreiben, get item mit Index, F5, dann kriege ich das Ganze hier raus. Jetzt muss ich nur noch oben die Überschrift der Spalte loswerden. Das ist dann meinetwegen Drop Items. Drop Items. Gibt noch Deconstruct als Möglichkeit, als andere Node. F5. So. Wer das mal vom Ende haben will, dass hier, also das ist sogar null Einträge, gucken wir gleich mal nach, dass man die Restlinien rausschmeißt, dann kann ich auch sagen, minus 1 zum Beispiel, minus 3. Es gibt hier noch, Gott, das ist nicht im Kopf, mit den Null-Werten, dass man die rausschmeißt. Remove war es, glaube ich. Warte, mit Index, Modify. Ich glaube, Clear oder so heißt es. Clear? Ja. Ich glaube. Clean. Clean vielleicht ja. Auch, ja. Bin ich aber auch jedes Mal am Suchen wieder. F5. So. Dann habe ich hier eine saubere Liste, keine Überschrift, keine Nullwerte mehr. So. Und die verheirate ich jetzt miteinander. Da kommt das Z hin. F5 ergibt hoffentlich. Achso, ja, genau. Hoffentlich, wenn ich dann noch übersetze, ich bin noch in meinem Dynamo. Das sind meine Dynamo-Punkte. Also ich kann ein bisschen beiseite schieben. Das ist mal so ein Grenzen, da ist sie. So. Da ist meine Welle. Jetzt Dynamo-Punkte. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich habe bei Revit Elements, mit dem gleich fertig, die Curve, wo ist sie? Curve by Points, by Reference Points, wieder ist Referenzlinie. Und die Referenzpunkte haben auch einen eigenen Eintrag hier im Werkzeugkasten. Reference Point by Point, das heißt, es macht es mir leicht. Ich kann die Dynamo-Punkte direkt neben mir reingeben. Einmal F5, dann sind sie auch im Revit da. Und weil ich faul bin, verbinde ich das Ganze hier gleich. Hier soll eine Referenzlinie durchlegen. Also wieder Boolean. Zack. Ist true. F5. So. Und dann haben wir hier unsere Referenzlinie, die durch die Punkte geht. Und ich war dann damals in der Konstruktion in dem Punkt, wo ich ab jetzt beginnen konnte, dann eben die 3D-Geometrie weiter aufzubauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Ich hatte extra gesagt, ich brauche nur 20 Minuten. Ich weiß nicht, habe ich Zeit eingehalten? Ich hoffe, es war einigermaßen. Wir sind da ganz großzügig. Das ist gar kein Problem. Ja. Weil ich hatte jetzt überlegt, machst du jetzt ein bisschen weniger oder so, oder waren da ein paar Notes, wo ich gedacht habe? Also für mich war es vollkommen in Ordnung. Vielleicht können die anderen Teilnehmer mal sagen, ob es von der Geschwindigkeit gut war oder nächstes Mal besser ein bisschen langsamer oder schneller, dass wir mal so ein Feedback haben. Da können wir uns natürlich auch anpassen. Sonst, wenn ja, sehen wir uns beim persönlichen Training, hätte ich fast gesagt. Jo. Perfekt. Gut. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne in die Fragenfunktion Fragen reinschreiben. Bisher ist noch keine aufgekommen, aber ich hätte schon mal eine. Zwar, du hast es ja jetzt mit den Referenzebenen in Revit gemacht. Spricht irgendwas dagegen, das alles in Dynamo machen? Also da kannst du auch Flächen erstellen und die dann mit einer Dynamo-Geometrie schneiden, um die Punkte zu erhalten? Also kannst du mal. Das hier ist nochmal auch wieder im Rückblick mein persönlicher Entwicklungsweg, weil damals zu dem Zeitpunkt war ich noch, wie gesagt, relativ frisch in dem ganzen Themenbereich und ich versuche das auch jetzt noch, dass ich sage, das, was ich im Revit machen kann oder andersrum, was ich nicht im Dynamo machen kann oder wo es kompliziert wird, das versuche ich dann halt mit Revit-Bordmitteln umzusetzen. Und deswegen ergibt sich manchmal so ein Weg halt für mich. Ja, das ist bei mir auch so. Also
Ich nehme das, was ich weiß, was ich irgendwie schon kenne und probiere das irgendwie dann damit umzusetzen. Ja. Nee, ansonsten, klar, kannst du machen. Cool. Ja, vielen Dank, Oliver. War super. Also mir hat es sehr gut gefallen. Tschakka, danke. Mal sehen, was nächstes, was ich jetzt nächstes machen kann. Und was jetzt kommt, ich bin auch sehr gespannt. Gut, dann schalte ich mal wieder um auf meinen Bildschirm. So. So, seht ihr meinen Bildschirm schon? Kann fangen oder? Ich stelle dich mal noch kurz vor. Ah, okay. Also der Sevolod Chokrev. Er stellt sich nachher selber vor, aber ich sage nur mal noch ein paar Worte dazu. Und zwar, Sevolod ist ein BIM-Spezialist aus St. Petersburg und arbeitet dort in einer Beratungsfirma für die BIM Academy als Programmierer und Dynamo-Trainer. Und wer sich jetzt fragt, wo St. Petersburg genau ist, also ich habe das auch vorhin kurz nachgeschaut, und zwar liegt das so zwischen neben Finnland und Estland und hat 5 Millionen Einwohner, also große Stadt. Und ja, er ist von Autodesk ausgezeichnet worden als Expert-Elite-Member. Und seinen heutigen Vortrag habe ich zum Teil, weiß nicht, zum Großteil schon mal gesehen. Da hat er aber das auf Russisch vorgetragen. Das war auch so ein Webinar von einer User-Gruppe aus Russland. Und ich habe da eigentlich gar nichts verstanden. Aber durch die ganzen Bildern und Animationen fand ich es trotzdem sehr interessant. Und wie es der Zufall so will, kann doch der Sevolod tatsächlich Deutsch. Also er ist auf mich zugekommen und dann haben wir ein bisschen darüber geredet und er hat gemeint, er wird es versuchen, auf Deutsch vorzutragen. Und ich bin ganz gespannt, wie das klappen wird. Also ich würde es mir wahrscheinlich nicht zutrauen, aber viel Erfolg von meiner Seite aus. Ich übergebe an dich und wünsche viel Spaß. Danke. Okay, ja, kann ich anfangen, ja? Ja, du musst noch deinen Bildschirm freigeben. Okay, ja, einen Moment. Ja? Gut, wir sehen es, ja. Sehr ja, perfekt. Okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Sevolod Chokrev. Und vielen Dank an alle Organisatoren, die mir Gelegenheit heute aufzutreten gegeben haben. Ja, es ist meine erste Erfahrung, auf Deutsch etwas zu erzählen und ich möchte mich für mögliche Fälle entschuldigen. Aber okay, weiter. Ein bisschen über mich. Ich komme aus Russland, aus St. Petersburg. Ja, es ist zwischen Finnland und Estonia. Okay. Ich habe eine Ausbildung als Architekt bekommen. Es ist meine Universität. Jetzt arbeite ich als BIM-Spezialist in Beratungsunternehmen Academia BIM oder BIM Academy. Und wir machen kommerzielle Kurse für verschiedene Spezialisten und auch machen wir kostenlos Kurse für Studenten aus verschiedenen Universitäten. Und in Freizeit wandere ich gern sehr viel. Zum Beispiel, diese Foto ist auf die Norden von Russland aus Chibine-Gebirge und diese Foto ist aus Ladugasi. Es ist da, neben Finnland, ja. Okay, ich arbeite in BIM-Akademie. Es ist unsere
Office. Es ist unser Team. Es ist nur ein Drittel von unserem Team. Und unsere Firma ist Beratungsunternehmen. Und wir erbringen den vollen Leistungsumfang in Arbeit mit BIM-Technologie. Wir sind eine der besten BIM-Consulting-Firmen in Russland und wir verkaufen Software, wir schulen, erstellen Familien für Revit und modellieren verschiedene Models und so weiter und so weiter. Es ist unsere Klassenzimmer. Unsere Firma unterstützt große Bauprojekte in Russland. Zum Beispiel, ich denke, dass alle wissen, diese Gebäude, es ist Lachte Center. Es ist das höchste Gebäude von Europe und sie steht in meiner Stadt. Ich kann Lachte aus meinem Fenster sehen. Und jetzt unterstützen wir Planer Büro. Dieses Büro macht Projektierung von Technopark, von Sberbank. Sberbank ist die größte russische Bank. Und Technopark, es ist wie russische Antwort für Silicon Valley in United States. Zuerst möchte ich besprechen, warum arbeite ich mit Dynamo so gern. Ich arbeite mit Dynamo seit 4 Jahren und als ich Student war, habe ich viele Ideen, die ich umsetzen wollte. Und meine ersten Skripte habe ich beim Lehren, meine ersten Skripte habe ich für Lernung gemacht. Und für mich, es war wie ein Spiel. Und zum Beispiel dieser Algorithmus, der macht Tannenbäume, aber wir können benutzen es für Batchprüfung von den Familien, die liegen in anderen Familien. Ja, es ist ein rekursiver Algorithmus, der sucht und prüft verschiedene Parameter. Und zweiter Algorithmus, der macht wächst entlang die Linien. Warum liebe ich Dynamo so viel? Für mich Dynamo ist Lernprozess und Wahlmöglichkeit für Arbeit. Und in unserer russischen Gemeinschaft haben wir sinnlos Diskussion, welcher Weg ist am besten. Einige Leute sagen, dass Arbeit mit Noten ist am besten, andere mit Python und andere möchten Plugins schreiben. Aber alle wissen, dass es ist sinnlose Diskussion, weil für jede Aufgabe ist seine beste Sprache. Ich liebe Dynamo so viel, weil es gibt interessanteste Gemeinschaft mit interessantesten Leuten und ich freue mich sehr viel, dass diese Gemeinschaft ist mehr zusammenhaltet als zum Beispiel Revit-Gemeinschaft wir haben keine Sprachegrenze. Ich freue mich sehr viel. Okay, ja, es ist ein russischer Witz. Es ist wie Tamix 11 Parodie auf Filmplakat. Es war ein Film Tamix Oceans und das ist Oceans 11 und das ist Filmplakat wie Jeremy Tamix Friends. Okay, weiter. Unsere Projekte mit Dynamo. Ich möchte sehr ehrlich sein und ich möchte erzählen nicht nur über erfolgreiche Projekte, aber auch möchte erzählen über unsere großen Fälle in unseren Projekten. Und das erste Projekt, es war ein interessantes Projekt in St. Petersburg. Wir haben diese Form mit berühmter Architektenstudio geschrieben. Sie wollte ein Bild von einer Höhle unter Wasser. Sie möchten eine Höhle unter Wasser zu schaffen. Tatsächlich
Tatsächlich, Revit ist nicht sehr bequem als zum Beispiel 3D Max Software für Erstellung dieser Formen, aber wir sollen machen das in Revit. Und wir haben zwei Skript gemacht. Erster Skript für Erstellung Gesamtgeometrie und zweiter Skript für Darstellung jedes Element auf die Ebene aus. Das ist das Ergebnis. Zuerst haben wir gemacht das Skript für Architekten. Sie suchten optimale Stufe zwischen den Lamellen und sie suchten beste Dicke von diesen Lamellen. Dann das Skript schneidet diese Form und breitet alle Profile auf die Ebene aus. Und das ist das Ergebnis von zweites Skript. Aber es war große Fehler. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich hatte nicht so viel Zeit. Und ich habe keinen Weg gefunden, diese Umlage zu optimieren. Aber sie antwortete mich, dass, oh, Seva, das Ganze, alles ist normal und wir haben keine Zeit und wir werden es als Handarbeit oder manuelle machen. Und ich habe das Fazit bekommen, dass man soll nicht das ideale Skript erstellen und das beste Skript ist das Skript, der zum Benutzen passt. Und das ist das Ergebnis. Es gibt ein Restaurant mit Japanese Küche, Sushi Bar. Okay, und ja, unsere ich möchte auch besprechen, dass ja, vielleicht diese Form ist ein bisschen brutaler, aber diese Form beeindruckt sehr viel. Und es war ein kleiner Witz, dass die Kunden hätten eine Albträume, dass ein Panel abfallen könnte und könnte jemanden töten. Aber ja, es ist unmöglich, weil es gibt sehr starke Konstruktionsrahmen. Sie sind versteckt in die Wände. Ah, nein, nicht diese Knöpfe, aber vielleicht so. Ah, ja. Sehr starke Rahmen, die versteckt in der Wand sind. Okay. Unser nächstes Projekt, wir haben ein Skript gemacht für Architektenbüro Asadov. Sie haben sehr komplizierte Fassadenmuster oder Fassadenzeichnung. Sie haben ein Ziel, nur 20 einzigartige Elemente bekommen. Aber sie haben 478 Elemente. Das Herstellung von Blockfuchsform kostet doppelte eines Detail. So Unification-Prozess könnte Preis fast dreifach senken. Okay? Und dann haben wir ein Skript gemacht. Die schwerste Sache war, dass wir sollten machen, dass Verbindung zwischen 2D-Sketch und dem Model. Und als Architekt ändert der Sketch, dann sollte Fassadenmuster ändern. Und es war ein sehr großes Skript, der hat mehr als 50 Nodes mit verschiedenen Optionen. Und es war ein Vereinheitlichung an Algorithmen in diesem Skript.
Es war sehr schlecht, aber Vereinheitlichungsprozess oder Unification-Prozess verzerrt das Bild auf Münster sehr viel. Und wir haben keine Balance zwischen Anzahl von einzigartigen Elementen und Schönheit der Fassade gefunden. Und es war große Fälle und es war große Enttäuschung für uns. Und jetzt warten wir, dass Informationen aus den Kunden, was sollen wir weitermachen. Dieses Projekt ist im Prozess. Als ich vorher gesagt habe, jetzt unterstützen wir Projektierung von Technopark von Zaha Hadid in Moskau. Und es gibt viele krümmende Wände in dem Projekt. Und ja, es ist sehr typisch für Zaha Hadid Architektur. Und die Kunden sollen das Fläche von den Wänden prüfen und sie sollen Abwicklungsdarstellung der Räume bekommen. Okay? Und es war zwei Wegs. Erster Weg war machen den Schnitten und dann diese Schnitten auf den Plan hinzufügen. Aber dieser Weg war nicht sehr gut, weil wir haben keine Möglichkeit, Bemaßung hinzufügen auf diese Wände. Aber es macht Verbindung und wir könnten Änderungen im Modell überwachsen. Aber dieser Weg macht das Modell sehr schwer und und das war der zweite Weg. Und wir haben diesen Weg gewählt. Wir haben diesen Weg gewählt. Ich weiß nicht, wie in Deutsch sagen, aber ich kann sagen, besprechen es in Englisch. We tessellated solids and got points. Points of edges, and then we got UV coordinates, and we created by these coordinates we created new curves, but on planar face, and then we created a new curving through these points and created new field region. Oder Bereich, in Deutsch redet wir kreieren Bereich und das ist Bereich auf Zeichnen an Sicht. Okay, in Russland haben wir große Probleme, dass viele Kunden möchten Verkleidung als einige Element bekommen. Und wir haben eine Skriptreihe gemacht. Skript für Erstellung verschiedener Verkleidung. Skript der Such, welche Verkleidung in welch Skript der Sucht das Raum für Verkleidung und auch den Skript der summiert die Fläche von jeder Verkleidung und schreibt diese Information in Raumparameters. Aber alles ist nicht so perfekt, als ich gesagt habe, weil es gibt in Russland ein Sprichwort, dass jeder seriöse B-Manager sollte selbst Skript für Räume schreiben. Was bedeutet das? Dass in jeder Firma, jeder BIM-Manager schreibt seine selbst Skript, aber alle diese Skripte sind nicht perfekt und alle Kunden haben
selbst alle Kunden haben selbst Wünschungen, selbst Regeln. Und es gibt viele verschiedene Fälle in Revit Geometry. Zum Beispiel diese Fälle mit Raumkurven. Und zum Beispiel unser Skript könnte machen 95% von Verkleidung, aber andere 5%, es gibt Handarbeit oder manuelle Arbeit. Und ja, schade, aber es ist so. Und ich denke, dass ja, es gibt verschiedene kostenlos Plugins für Verkleidung, aber alle diese Plugins sind nicht perfekt und ich denke, dass am besten ist, weil wir ändern jedes Mal das Skript für den Kunden. Vielleicht, okay. Noch ein Skript, es ist Skript für Bodenheizung. Für mich, es war ein interessantes Projekt. Zuerst möchte ich das Algorithm, der macht diese Spiral, ich möchte es selbst schreiben. Aber ich habe versagt, ich habe keinen Weg. Ja, Sie können sehen, dass es gibt viele Fehler da. Aber dann habe ich versuchte ich diese Logik auf das Papier malen und ich war sehr überrascht, dass wir können machen es durch die Rufe, durch Dachgeometrie, und ja, Sie können sehen die Stufen von diesem Algorithmus und es ist sehr interessant, aber er arbeitet, aber es gibt ein bisschen Fälle, ja. Und dieses Skript ist in Ordnung. Auch haben wir viele Skripte für Layout der Zeichnungen gemacht. Ich könnte nicht verstehen, wie dieser Prozess heißt in Deutschland, aber es ist Prozess ja, von Gestaltung von den Zeichnungen. Okay. Und ja, erstes Skript für Hinzufügung das Bild von dem Element zu Elementparameters und zweites Skript macht Verbindung zwischen zuschneidenden Bereich zwischen die Plänen. Ich denke, dass es ist die berühmteste Aufgabe für BIM-Technologie in der Welt. Es ist Model Collision Erkennung. Und wir haben einen Python-Algorithmus geschrieben, der arbeitet mit allen Categories. Wir haben es gemacht durch Revit API, durch Element Intersect Element Filter Class. Und dieser Algorithmus gab uns das Freiheit in Arbeit. Und zweiter Algorithm der Verbindung Öffnungen. Und es sieht interessant. Es ist das Test von diesem Algorithmus. Und es ist sehr interessant, dass eine Öffnung absorbiert andere kleine Öffnungen. Mir gefällt sehr viel dieses Bild. Verschiedene Skripte für Fehlerkorrekturen, zum Beispiel dieses Skript arbeitet
bei doppelter Logik. Wenn das Tür neben der Wand ist, dann richtet Skript das Tür zu gerunden Distanz aus. Und wenn das Tür in das Zentrum befindet, dann richtet Skript das Tür zum Zentrum. Diesen Algorithmus habe ich nur für Spaß gemacht, aber dann habe ich verstanden, dass kann ich diese Method für Sonnenerstrahlung benutzen. Und ja, es ist ein Bauprojekt von Bezirk. Und es arbeitet nicht sehr schnell, aber es arbeitet, es gibt mehr als 13.000 Paneele da. Und gleiche Geschichte, weil ich habe nur für sich das Algorithm, der visualisiert elektromagnetische Felder gemacht, aber dann benutzte wir diesen Algorithm für den Skript, der schnittet alle Wände und wo können wir es benutzen? Wir können es benutzen in Abbauprojekten, zum Beispiel in Abbauprojekten von Gebäuden, die haben chemikalische oder radioaktive Verschmutzung. Es ist nur ein Prototyp von der großen Plugin. Ich möchte ehrlich werden, nicht alles ist perfekt, aber wir sollen gehen in diese Richtung. Und mir gefällt Dynamo sehr viel, dass Dynamo ist der beste Felder für dieses Experiment mit Revit. Okay, zusammengefasst. Zuerst möchte ich eine Statistik besprechen. Jetzt haben wir mehr als 200 Skript geschrieben. Erstellung von den Skripts kann für uns 15 Minuten bis 80 Stunden dauern. Und normalerweise gibt es 2 oder 3 Iterationen, um gute Solutions für die Kunden zu machen und alle Fälle zu finden. Und das beste Lösung ist, wenn schreiben wir Skript neben unsere Kunden und können wir schnelle Feedback bekommen und können wir alle Probleme schnell besprechen. Und auch es macht keinen Sinn, universelle Solution für alle Projekte von den Kunden schreiben. Und es ist normal, wenn wir haben das Rückgrat-Algorithmus. Und dann adaptieren wir oder passen wir diesen Algorithmus zu verschiedenen Projekten. Und auch haben wir selbst Gestaltungsstandard. In Deutsch ist es richtig, nein, Gestaltungsstandard. Und wenn schreiben wir den Skript für selbst, dann leisten wir keine Ordnung. Und Sie können sehen, ich suchte den Weg, dass Verkleidung für die Treppen bekommen. Und wenn schreiben wir das Skript für die Kunden, dann haben wir das Beschreibung von dem Skript, haben wir die Tabelle und wir schreiben, wie viel Stunde haben wir auf diesem Skript verschwenden. Okay. Ja, und haben wir Standardgestaltung in unserer Firma. Öffnen benutzen wir alle Skript für Kunden schreiben wir auf Python und öffnen benutzen wir Windows Forms Library
für ergänzend das Schnittstelle von Dynamo und Microsoft Office und Drupal Excel Library, weil wir haben viel Tasks, viele Aufgaben mit Excel. Und öffnen schreiben wir mit Windows Studio Code Console, weil, ja, schade, aber es ist mehr bequem für uns als Erstellung das Skript in Dynamo Console. Und ja, es ist nur meine Meinung, aber ich denke, dass es gibt viele Nachteile jetzt von Dynamo, weil in Geometry ist Dynamo manchmal ein bisschen langsam und instabil. Und ja, vielleicht jetzt ist Dynamo Schnittstelle nicht so entwickelt. Sie können sehen, dass wir benutzen Windows Forms Library oder können wir benutzen, es war ein Package und es heißt Data Shapes. Data Shapes, ja, richtig, danke, danke schön. Es ist große Probleme, aber warum kann ich nicht zwei Skripte zusammen öffnen? Ich möchte es so viel. Oh, und Copyright-Probleme, aber es ist ein Thema für Diskussion. Ist es schlecht oder nicht? Es gibt zwei verschiedene Meinungen über diese Probleme. Oh, vielleicht ist es nicht Problem. Und für mich, es ist das größte Problem, dass nach Dynamo kann ich nicht in C-Sharp anfangen, weil für mich es ist sehr langweilig arbeiten in C-Sharp nach dem Python und ja, es ist große Probleme für alle Leute, die beginnen mit Python und sie können nicht weitergehen, sie möchten nicht weitergehen. Es ist nicht so viel zu dem Ende. Es gibt ein bisschen Stereotypen. Wir erzählen für unsere Kunden über diese Stereotypen. Sie haben Stereotypen, dass sie sollen alle mitarbeiten, dass alle mitarbeiten sollen, Skripte schreiben, aber es ist nicht so. Ich denke, dass alle mitarbeiten sollen nutzen den Skripten, sollen alle mitarbeiten sollen. Ein Moment. Alle Mitarbeiter sollen öffnen und nutzen den Skripte, aber nicht schreiben. Und in Firma und jede Firma sollte zwei oder drei Mitarbeiter, die können Skripte schreiben, haben. Aber es ist nur meine Meinung. Kaufen und verkaufen Skripten. Es ist auch nicht sehr richtig und es ist sinnlos, aber wir können Leistung und Erstellung und Unterstützung den Skripten kaufen und verkaufen. Es ist andere, es ist nicht gleiche Sachen. Und auch nur meine Meinung, dass die Skripten, die haben wir mit Norden gemacht, können nicht alle meine Aufgaben lösen. Aber wenn schreibe ich den Skript auf Python, dann es gibt sehr, dann gibt es sehr flexible. Es gibt sehr flexible, wenn ich schreibe den Skript auf Python. Aber für jede Aufgabe, gibt es jede beste Sprache. Okay. Wenn wir Kursen haben, dann erzählen wir für unsere Schüler, wir benutzen Dynamo Noden, wenn wir niemals programmiert haben, für erstellen parametrische Formen, zum Beispiel wie Oliver hat gemacht.
Und wenn wir schnelle Lösung finden soll, zum Beispiel, wenn ich möchte nicht lernen, das Library, die arbeitet mit OSM, OpenStreetMaps zum Beispiel, und dann werde ich das Package Dynamaps einladen und benutzen diese Package. Wenn habe ich Verzweigungs- und Zyklen, dann soll ich in Python arbeiten, und wenn möchte ich mehr stabile Lösung machen. Und wenn jede Sekunde für mich ist wichtig, dann arbeite ich mit C#. Aber wir haben in unserer Firma Programmierer, die wiederholen mein Skript, aber als ein Plugin. Und okay, letzter Slide. Es gibt Hauptprobleme von BIM-Technologie. Ich denke, das nicht nur in Russland, dass es gibt die Pläne und die Programmierer. Erste denken, warum kann er nicht normale Solution machen? Und zweite denken, was will er? Warum bin er? Warum es ist nicht bequem? Und es gibt viele Probleme, zum Beispiel tägliche einmalige Aufgaben, die können nicht Programmierer lösen. Diese Aufgaben sind sehr langweilig für Programmierer, und die Pläne sollen schnell Resultat bekommen. Es gibt Erstellung von komplizierter Geometrie, zum Beispiel Geometrie von Lachtercenter. Und es ist auch nicht Aufgabe für Programmierer. Erstellung den Prototypen für Plugins, zum Beispiel ich möchte, ich habe, und ja, es ist unsere tägliche Arbeit, wenn ich schreibe den Skript und dann unsere Kunden antworten uns, dass ja, wir möchten machen das Plugin auf dieses Skript. Und dann, ich kann sagen, dass dann schreibe ich das Prototyp für Plugin. Einfluss auf die Entwicklung von Software und Umschulung. Es ist Geschichte über mich. Und was kann diese Probleme abschließen? Was kann diese Abgrund von Missverständnis abschließen? Ja, und ich denke, dass Dynamo kann diese Probleme abschließen. Und die Zukunft gehört der Programmierung in BIM. Und ich denke, dass in Zukunft jede Firma wird seine Programmierer haben. Und okay, danke schon für Aufmerksamkeit. Ich wünsche alle Einschränkungen mit deinem, ich wünsche alle Einschränkungen mit deinem Brechen. Als dieser Mann brecht die Welle, die Wände. Und ja, ich habe das Spiel gemacht mit Weihnachtsmann, ja, der brecht die Wände. Meldet euch. Dankeschön für Thomas, für Leila und für Oliver. Vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen? Das war cool. Vielen Dank, ey. Das war echt mega stark von dir. Super. Ich hätte eine Frage. Die Abwicklung der Wände, habt ihr das schon programmiert, dass ihr einen richtigen Längsschnitt Über erstes Skript, Sie fragen über erstes Skript oder über zweite? Über diese oder diese? Genau, bei dem ist ja, wir haben richtige Länge bekommen, weil wir bekommen das UV-Coordinates aus und wir bekommen diese Coordinates aus Surface, aus Surface of the Wall. And then we got für jede Wand bekommen wir seine UV-Coordinates. Und ja, es arbeitet.
Also ich meine, bei den Brücken haben wir das auch schon so gemacht. Zumindest hatte ich da schon solche Tutorials angeguckt, wo das so gemacht wurde, indem man die Koordinaten der Brücke ausliest und quasi woanders quasi die gleiche Brücke nochmal erstellt, nur eben abgewickelt mit den Koordinatenpunkten und dann eine eigene Geometrie dann mit dem Schnitt versehen hat. Genau, das hat vieles in seinem Tool mit eingearbeitet. Kannst du so machen, hast halt ein zweites Objekt nochmal. Ist aber Ja, also ich allemal denke besser, auch, als das wenn hier ich ist nur auch ein zweites Linien Geometrieobjekt. Das ist nicht das Originalobjekt. Ja, das ist nicht das Originalobjekt. Ja, das ist nur das Copy von diesem Objekt und wir haben keine Verbindung zwischen diesem Objekt und das Modell. But it's a solution, so that's the main point. Cool. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ja, okay. Und zwar auf einer Folie hast du gesagt, Copyright ist ein großes Problem. Kannst du da noch genauer drauf eingehen, was du damit meinst? Genau hier. Entschuldigung, kannst du wiederholen, aber nicht so. Okay. Ja. Copyright, hast du erwähnt, ist ein großer Nachteil oder ein Problem. Kannst du darauf vielleicht noch genauer eingehen? Kannst du noch Details dazu sagen, was du damit meinst? Aha, ja, okay. Ich möchte sagen, dass mir schreiben sehr viel meine Kunden und sie möchten ein Passwort für ihr Skript haben. Okay. Aber ich antwortete, dass es ist sinnlos und Dynamo ist nicht das Produkt für Passwörter und für mich als für Entwickler. Nicht als Programm, für mich als Programmierer. Es ist gut, weil ich kann alle andere Solutions öffnen und sehen, was gibt es in Python Notes zum Beispiel. Okay, Aber für also die Kunden. die Firmen wollen ihr eigenes Know-how schützen, so wie es bei Plugins mit den Lizenzen gemacht wird. Ja. Okay. Okay, also falls ihr noch Fragen habt, liebe Teilnehmer, stellt die Fragen. Bisher kam noch keine. Okay, falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt ihn ja auch direkt kontaktieren. Da ist die E-Mail-Adresse oder auf LinkedIn ist er auch oder auf Twitter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Teil über. Also danke nochmal an dich, Servalot. Okay. Dann gebe ich gleich mal meinen Bildschirm nochmal frei. So, also, ihr dürft auch alle eure Kameras anmachen, wenn ihr Lust habt, oder eure Webcams. Und dann würde ich erst mal sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Also, wenn jemand möchte, darf er gerne Kamera anmachen und erst mal sagen, wer er ist, was er so macht, wo er arbeitet, ob es toll war, ob es schlecht war. Und falls euch die Themen ausgehen, habe ich euch jetzt mal hier die Themen vorgeschlagen. Revit 360 oder Dynamo 360, was ihr davon haltet, ob ihr euch das wünscht.